Dann wollen wir doch mal runtergehen in den Keller. Und hoffentlich kriegen wir dann doch diesen Schlüssel, den ich runtergespült habe. Eigentlich müsste das so sein. Aber man weiß ja nie, hier ist irgendwo ein Gegner. Ich glaube, das ist die falsche Tür, genau. Ich muss dahin. Nämlich hier, wo irgendwo der Gegner ist. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Ach, da ist dieser Storage. Kann ich da denn rein? Ja, kann ich. Das ist gut. Oder nicht? Doch. Ein Hammer. Eine Ampulle und ein Spiegel. Aber ich hole erstmal den Schlüssel da hinten. Weil ich will jetzt nicht wieder die Welt wechseln und dann wieder zurück und nö. Was für ein Gegner ist das denn? Ach, einer von meinen Lieblingen. Was mache ich denn jetzt? Sogar zwei von meinen Lieblingen. Ja, das ist schön. Ich wollte nicht Pause drücken. Ja, was mache ich? Ich glaube, ich mache die jetzt mit der Pistole. Wie viel Munition habe ich denn? Schrotgewehr 20. Schützen. Was? Ich habe nur 19? Ich muss ganz schnell hier an Munition kommen. Schieß, Travis, schieß! Mach wenigstens einen platt. Genau. Ja, jetzt kannst du auch beide machen. Die verarschen mich wahrscheinlich sowieso. Und wenn ich nachher hier rauskomme. Also aus dem einen Raum sind die beide wieder da. Kann man da auch rein? Nein, okay. Jetzt habe ich nämlich Munition verschwendet und die sind gleich hundertprozentig wieder da. Ach ja, das war ja der schöne Raum, wo ich die Treppe nicht gefunden habe. Ja, da ist doch irgendwas. Ah, Interview-Archivschlüssel. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ach, und jetzt finde ich die Treppe direkt. Ich bin ein bisschen krank. Vielleicht hört ihr das, dass meine Stimme anders ist. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Ja, ich habe es gewusst. Leck mich. Leck mich, du mich auch. Ist klar, Leute. Ist sowas von klar. Waren das jetzt vier? Waren das die ersten? Waren das auch zwei? Das kann doch nicht sein. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Hey, endlich. Oh, hier ist noch irgendwas. Fleischerhaken. Munition. Das ist ziemlich gut. Ja, okay. Kann man jetzt hier noch irgendwo hin, wo ich noch nicht war? Nein. Kann ich denn jetzt einfach die Treppe nach oben nehmen? Oder muss ich da den Tunnel hoch? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich versuch's einfach mal hier. Interview-Archiv, Schlüssel. Und speichern. Speichern ist jetzt gerade ganz wichtig. Da. Überschreiben. Stunden später. Okay. War das jetzt hier schon? Oder eine Etage höher? Ich kann mir das alles nie merken. Es war eine höher. Oder es war auf der ganz anderen Seite und ich musste durch diesen blöden Tunnel. Ich weiß es doch nicht, Manu. Es ist so verwirrend, dieses Spiel. Dann müsste das ja hier sein. Ah, okay, Gegner, Gegner. Gut, das zu wissen. Archiv, da. Also einfach geradeaus an diesem Ding vorbei. Ja, ich werde nicht kämpfen. Bei der Munition, die ich habe, bei diesem paar Schuss, da
werde ich garantiert nicht kämpfen. Ah, Schattenman, ich sehe dich. Ich laufe an dir vorbei, weil ich es kann. So, da rein, da rein. Ist hier irgendwas? Oh, Flashback. You had to. Please, help me understand. That's what you do with pets. That's what you do, isn't it? And he was a pest. Oh, he was a bad boy. Always has been. I tried to pretend he wasn't, but they were there to make sure I didn't forget. They? The people in the mirrors. They see it all. What's really going on. And it was their idea? Yes. They saw the devil inside of him. I had to kill him. My responsibility. My flesh and blood. I brought him into this world, so I had to take him out of it. Good wombs can bear bad sons, they say. I know you think what I did was wrong. I just want to understand. Helen... No! You want to keep me locked up, Doctor. But you can't. I can leave whenever I want. I can step through that mirror and into their world. This world is just a daydream. Helen? When will they bring me my boy? Okay, sehr, freakig. Ich werde da jetzt noch gar nicht viel zu sagen. Schrotgewehr. Zu diesen Flashbacks, wobei ihr euch sicherlich denken könnt, was es damit auf sich hat. Aber ich will das jetzt nicht verraten. Falls irgendeiner das noch nicht weiß, sage ich da erstmal noch nicht so viel zu. Ich habe auch keine Lust jetzt wieder in die Parallelwelt. Es ist gerade so schön hier. So schön hell. Und ich weiß wieder überhaupt nicht, wohin. Man benutzt einen Schlüssel, nur um eben in eine andere Welt zu kommen. Oh, hier ist noch irgendwas, oder? Da! Ein Katana. Das ist gut. Das hört sich zumindest gut an. Wahrscheinlich hält das auch wieder nicht lange. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal einfach irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wohin. So, ach, da war ich ja noch gar nicht. Okay, also könnte ich mir das hier mal angucken, in diesem Mail-Trakt da. Mail-Trakt war ich ja noch gar nicht. Aber hier sind auch Gegner, ich sehe das schon. Wenn sich die Kamera ändern würde, könnte ich die Gegner sogar sehen. Ich gehe jetzt hier einfach mal alles durch. Nein. Ja. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt rechts in diesem Gang? Nee, links. Ich wollte noch nicht nach links. Ich gehe nochmal zurück. Ich bin nämlich der Meinung, ich muss hier hin. Aber ich will ja nichts verpassen. Deshalb, ja. Genau. Defekt. Ich reg mich heute gar nicht so auf über die Gegner, merke ich gerade. Ich bin heute sehr ruhig und gelassen. Noch. Noch, bis es näher kommt. Gut, habe ich jetzt hier alles. Office, ja, dieses SD da interessiert mich nicht. Gut. War ich das schon? Ich gehe jetzt einfach hier durch, Mann. Ist mir jetzt so egal. Ist hier irgendwas? Bitte. Oh, diese Musik. Nochmal Karte. Okay, da geht's hoch. Ich will noch nicht hoch. Ich will erstmal hier ein bisschen gucken. Ich glaube, das hat sich erledigt, hier mit dem Gucken. Gut, dann möchte ich doch nach oben. Oder nach unten? Wo möchte ich hin? Nach unten. Mann, ist das dunkel. Und die Kamera.
Kamera ist irgendwie so schief, finde ich. Es ist alles aus einer ganz merkwürdigen Perspektive. Was? Das Schloss ist defekt? Was geht denn jetzt ab? Was gefällt mir hieran nicht? Ach, dass ich noch gar nicht ganz unten war. Ach ja. Das ist auch schön hier. Hier muss doch jetzt nochmal irgendwo was liegen, Mensch. Ich möchte Erste-Hilfe-Zeug. Sonst bin ich echt aufgeschmissen.